Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav F. Und heute habe ich für euch ein ganz besonderes Gameplay plus eine ganz besondere Story. Auf jeden Fall haben wir hier ein 55:0 in Herrschaft auf Hunted. Ich habe hier eine relativ ungewöhnliche Klasse gespielt. Ist auch ziemlich lange her mittlerweile, wie ihr vielleicht bemerkt. Aber die Klasse könnt ihr jetzt einmal hier nochmal sehen. Gefällt mir das Gameplay, weil ich da ziemlich viel Kontrolle beweise. Natürlich, mein Team ist ziemlich gut, natürlich ist das andere Team nicht so gut. 55:0 ist halt, also für mich ist das fucking übertrieben, ganz ehrlich. Wovon ich euch auf jeden Fall erzählen wollte, und das hatte ich schon ewig lange vor. Vor 3 Jahren im August war das ungefähr. Da habe ich meine Nahtodeserfahrung gemacht. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dass ich sterblich bin. Sozusagen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht als Jugendliche, vielleicht seid ihr ja noch so. Aber oftmals ist es so, das war, ging es mir früher. Man denkt nicht über nach, so dass man vielleicht einfach mal plötzlich weg sein kann. Aber außer man erlebt vielleicht mal so etwas, wie ich erlebt habe. Ich habe damals mit Tom, den kennt ihr ja von hier, mit denen haben wir, ich glaube, Borderlands gespielt oder so. Und dann habe ich mir etwas zum Essen aufgewärmt, was von gestern war. Und es war Hackfleisch mit Nudeln und Sahne mit Porree. So Lauchdinger. Also ziemlich lecker eigentlich. Ich habe aber absolut verkackt beim Zubereiten. Und zwar habe ich beim Zubereiten das Hackfleisch nicht richtig durchgemacht. Und das heißt, das Hackfleisch war halt noch so ein bisschen rosa drinnen, sagen wir es mal so. Nicht blutig, aber rosé. Dann habe ich, das müsste man sich mal vorstellen, wie viele Fehler ich da begangen habe. Ich habe dann den Topf, wo ich alles auf einmal reingeschmissen habe, habe ich auf die Fensterbank gestellt. Und es war halt Sommer, August. Es war richtig warm. Und ich habe den einfach für 24 Stunden da stehen lassen. Sonne hat drauf geschienen, alles war da. So richtig, wenn ich doch heute nur drüber nachdenke, wie dumm das war, ne? Ich habe es dann nochmal in der Mikrowelle aufgewärmt, wie gesagt, 24 Stunden nach der Zubereitung, und habe es aber in der Mikrowelle auch halbherzig aufgewärmt. Nur so eine Minute anstatt 1,45 wie sonst. Warum auch immer. Und dann war das Essen halt auch nicht nochmal richtig aufgewärmt. Und dann habe ich das gegessen. Und ich sag mal so, eine halbe Stunde später, vielleicht eine Dreiviertelstunde später, wurde mir auf einmal richtig warm. Das kenne ich nicht so. Also wirklich einfach nur, ich habe mich noch relativ normal gefühlt, aber alles wurde so richtig heiß. Vollkommen irritiert. Da hab mich nur einfach aufs Bett gelegt und dachte so, ja, weil halt warmes Wetter ist oder so vielleicht. Fuck, ich glaube, das mit dem Essen war nicht so schlau. Na, ich sag mal wirklich so, nochmal 15 Minuten später, eine Stunde später nach dem Essen oder so, hing ich auf dem Klo und hab erstmal alles ausgekotzt. Ich dachte nur so, wow, shit, das war richtig hart. Hab dabei aber angefangen zu schwitzen schon. Dann bin ich zum Waschbecken, hab da richtig getrunken und so, nochmal ausgespült. Dachte so, boah, zum Glück ist das jetzt vorbei. Aber dann bin ich wieder zum Klo und hab dann das Wasser ausgekotzt. Okay, das anscheinend geht das gerade nicht so. Bin wieder zum Wasser, hab wieder Wasser getrunken. Und das ging jetzt ohne Mist so 5-6 Mal so, dass ich immer wieder zwischen Waschbecken und Toilette gewechselt bin. Und immer wieder gekotzt hab und mir da mit dem ausgespült hab, ein bisschen was getrunken hab, damit das im Magen ist. Weil wenn man nur Magensäure auskotzt, ihr kennt das vielleicht, das ist absolut abartig. In der Zwischenzeit, in der ich die ganze Zeit rumgelaufen bin, bin ich in einen Status vom Schwitzen gekommen, den habe ich bei einem Menschen noch nie gesehen. Geschweige denn bei mir. Ich schwitze schon so ein bisschen, ja klar, und ich schwitze auch beim Sport ein bisschen, aber nicht so viel letztendlich, ja. Jetzt ungelogen, ungelogen, es lief an mir runter. Einfach so, ich habe nichts gemacht. Es lief mir, als ich erbrochen habe und dann quasi ein bisschen runtergeguckt habe, lief mir hier so quasi runter, so plopp, 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 an der Nase runter. Ich habe so hart geschwitzt. In der Zwischenzeit, während ich die ganze Zeit am Kotzen war und wieder zurückging, habe ich absolut jegliche Kraft verloren. Ich konnte mich kaum noch bewegen. Ich hang auf der Toilette und ich konnte nicht mehr. Zu diesem Zeitpunkt habe ich gemerkt, ja, ich glaube, das schaffe ich nicht alleine gerade. Ich wollte dann zur Tür, ich war ja im Badezimmer und eine Tür weiter war dann der Tom. Und ich wollte zur Tür und mich melden. Ich lag dort auf dem Boden vor der Toilette. Ich bin da zusammengebrochen. Ich lag auf dem Boden in einem See von Schweiß. Ich hatte wirklich nur eine Pfütze um mich. Ob ihr mir das glaubt oder nicht, aber es war genauso. Ich hatte eine fucking Pfütze um mich herum, weil ich so geschwitzt habe. Dann bin ich zur Tür gekrochen, habe die Tür aufgemacht, aber ich habe nichts rausgekriegt. Bin einfach nur zusammengebrochen und lag da. Und Tom hat das bemerkt, dass ich die Tür aufmache, aber nicht rausgekommen bin. Deswegen ist er einmal rumgekommen. Ich kann mich genau erinnern, wie ich da noch quasi als Einzige, was ich rausbekommen habe, ich habe geflüstert, Krankenwagen. Und zum allerersten Mal in meinem Leben, ich habe das davor nie gehabt und danach noch nie, habe ich angefangen, das Bewusstsein zu verlieren. Ich war noch nie bewusstlos. Ich habe einfach nur, ich lag da, mein Bauch hat während des Ganzen angefangen, so hart zu schmerzen. Ich hatte so einen brennenden Schmerz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man sagt ja immer sowas wie 9 von 10 Punkten ist immer der schlimmste Schmerz. Bei 10 von 10 ist man einfach weg. Dann ist der Schmerz quasi so schlimm, dass dein Kopf sagt, abschalten. Und ich war gerade bei 9
und dann wechselte es auf 10, weil ich auf einmal keinen Schmerz gefunden habe. Einfach absolut in der Blase der Wahrnehmung. Ich habe nichts mehr um mich herum wahrgenommen. Langsam wurde alles dunkler. Bei mir ist auch so ein langsam Tunnelblick geworden. Ich hatte das alles noch nie. Ich war so eins mit mir, weil ich so harte Schmerzen davor hatte und auf einmal tat nichts mehr weh. Und ich dachte mir nur so für mich so, und ich habe quasi mit mir selber innerlich geredet. Und ich war nur so, hey, endlich, die Schmerzen sind weg. Na gut, schläfst jetzt ein und dann hast du halt nicht mehr diese Schmerzen und so. Aber in dem Moment hat das voll viel Sinn für meinen Kopf ergeben. Wie gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt keinerlei Schmerzen gehabt. Und dann hat mir Tom eine geballert. Tom hat gemerkt, dass ich das Bewusstsein verliere und dann hat er mir einfach nur eine ins Gesicht geballert. Das hat er mehrmals noch getan, weil ich halt immer wieder, er hat dann immer zugeredet, nicht einschlafen. Ich bin absolut so dankbar, dass er dabei war und dass er mir letztendlich wohl das Leben gerettet hat irgendwo. So krass war das letztendlich. Das ist so krass gewesen. Der hat mich mit einem Handtuch abgetrocknet und das Handtuch war einfach sofort nass und ich habe einfach nachgeschwitzt. Scheißegal. Tom war auch vollkommen verwundert, dass so viel Wasser rumlag. Das war so, was? Hast du gerade so viel geschwitzt? Ja, habe ich wirklich. Ich habe literweise geschwitzt. Dann kamen die Notärzte. Ich hatte keinerlei Kraft. Ich lag auf dem Boden. Die haben mich dann so aufgerichtet, haben mich runtergetragen, die Treppe. Ich habe die ganze Zeit zum Krankenhaus gebrochen ohne Ende. Aber nur noch natürlich Magensäure. Das war lecker. Nicht. Fuck, funny story davon sozusagen. Ich habe 5 Liter Infusion bekommen. Also bis zum nächsten Tag. Und ich musste für 2 Tage nicht pinkeln. Mein Körper war einfach minus Wasser. Aus. Ich hatte eine extreme bakterielle Infektion im Darm. Mein Darm hat null funktioniert. Er war absolut durch. Und ich wurde dann letztendlich 3 Tage im Krankenhaus behalten, bevor ich wieder gehen durfte. Und ich hatte halt eine extrem schwere Infektion gehabt. Und warum ich meine, dass das eine Nahtodessituation ist, weil mir eins relativ schnell klar geworden ist. Wenn Tom nicht da gewesen wäre, wäre ich da verendet. Es ist ziemlich schlüssig, da brauchen wir nicht viel drüber reden. Wenn Tom nicht da gewesen wäre, wäre ich dort am Klo einfach eingeschlafen und wahrscheinlich nie wieder aufgewacht oder so. Das meine ich todernst und das hat mir ja echt eine andere Perspektive aufs Leben gegeben irgendwie. Wie gesagt, davor war es so richtig eine, wie sagt man, eine jugendliche Naivität und das hat sich alles so geändert. Ich habe einfach nur verstanden, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Wie schnell so ein Shit, wie ich den gemacht habe. Natürlich, ich habe eklatante Fehler gemacht. Nachdem ich dann aus dem Krankenhaus war, habe ich für 2 Monate lang nur chinesische Nudelsuppe gegessen, diese Einwegsuppen. Ich konnte nichts anderes essen, weil alles andere Essen hat mich angeekelt. Nudeln an sich, besonders dieser Geruch von Nudeln, den konnte ich, glaube ich, für fast ein Jahr lang nicht ertragen. Das war eine ganz lustige Story auch. Damals als meine Mitbewohnerin, die haben dann einfach, sagen wir mal, keine Ahnung, einen Monat danach war das so, dann hat die Nudeln zubereitet und ich bin in die Küche und ihr könnt es nicht wollen, es roch nicht nach Nudeln, es roch nach Kotze in meinem Kopf. Mein Kopf hat mir suggeriert, das ist absolut ekelhaft, halt dich fern davon. Ich habe quasi Aversionslernen gehabt. Das ist etwas, was in der Psychologie oft beschrieben wird. Man lernt diese Abneigung, deswegen überlebt man. Das ist der Sinn der Sache. Weil man zum Beispiel, weil man einem schlecht war von etwas, dass der Körper dir sagt, deswegen, das schmeckt ekelhaft, sagt dein Körper dir, damit du nie wieder das isst und nie wieder so schlecht werden kannst. Nudeln sind nicht ganz so schlimm mittlerweile, aber gerne esse ich sie schon lange nicht mehr. Und das ist schon krass, weil früher habe ich Nudeln geliebt, aber der Geschmack ist einfach nicht mehr so da für mich. Was ich damit auf jeden Fall sagen will, im Nachhinein ist mir klar geworden natürlich, wenn Tom nicht da gewesen wäre, wenn Tom mich vielleicht auch einschlafen hätte lassen oder so, wer weiß, vielleicht wäre ich in Koma gekommen, wenn er da gewesen wäre, aber mich einschlafen hätte lassen oder so. Du weißt halt nicht, wie das wirklich ausgegangen wäre. Es wäre auf jeden Fall nicht lustig ausgegangen. Und wenn Tom nicht da gewesen wäre, dann wäre vielleicht noch was ganz anderes passiert. Grüße gehen an Tom raus für seine heldenhaften Taten. Das zeigt halt einfach nur, dass man irgendwie auf sein Essen aufpassen muss, auf seine Ernährung auch. Einfach ein bisschen mitdenken. Wenn ich mir daran zurückdenke, ich meine naiv sein, okay. Aber das, was ich da getan habe, war so dämlich. Unvorstellbar. Habt auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag. Sagt mir gerne Bescheid in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich habe es schon immer mitbekommen. So Real Life Stories kommen bei euch gut an. Ihr habt mich auch immer darum gebeten, mal mit Gameplay das zu unterlegen, weil halt sonst zu wenig ist irgendwie. Und ich habe das jetzt mal für euch probiert. Diesmal habe ich Gameplay untergelegt und ich würde auch sagen, ziemlich gutes Gameplay. Ansonsten auf jeden Fall noch einen wunderschönen Sonntag und ich wünsche euch alles Gute. Ne? Aber jetzt aus.